Mein Name ist Florian Hager, ich bin der Programmgeschäftsführer von ARD und ZDF für das junge Angebot. Ich war davor lange Jahre bei Arte, war da stellvertretender Programmdirektor und war auch verantwortlich für den Aufbau des Internetangebots von Arte. Und das hat mich anscheinend dazu befähigt, diese Rolle hier zu übernehmen. Es ist interessant, am 1.10. soll es losgehen. Also das ist ein Katzensprung, ein halbes Jahr noch. Und Sie sagen immer noch junges Angebot. Wird das dann so gelabelt, junges Angebot? Auf keinen Fall. Aber wir natürlich werden wir einen Namen entwickeln und haben auch erste Ideen und werden da auch den ganzen Prozess durchlaufen und werden auch mit dem Namen irgendwann dann auch nach vorne gehen. Mir ist aber momentan einfach ganz wichtig, dass wir die Herangehensweise eher in der Form haben, dass wir die Inhalte in den Mittelpunkt stellen, dass die Inhalte die Marke definieren und nicht andersrum. Also dass wir jetzt nicht eine fancy, frische, keine Ahnung was Marke entwickeln und dann gucken, welche Inhalte können wir dahinter klemmen und wie kriegen wir es verkauft, sondern wir wollen erstmal die Inhalte entwickeln und dann daraus die Marke entwickeln. Dann könnte man das ja parallel machen, aber okay, so einen Namen zu finden ist immer wahrscheinlich doch schwieriger als die Formate zu entwickeln. Sie haben 8 Zielgruppen ausgemacht. Welche Zielgruppen sind das? Haben Sie die alle im Kopf? Ja klar, also wir haben die jetzt erstmal in Alterskohorten unterteilt, also 14 bis 16, 17 bis 19, 20 bis 24 und 25 bis 29 und das sind männlich und weiblich, gibt 8. Uns ist völlig klar, dass es auch Querschnittsdinge geben wird. Musik ist ein Querschnittsthema und andere Themen gibt es da auch. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir diese Zielgruppe ernst nehmen. Wir wollen wirklich auch für 14- bis 29-Jährige was machen und ein Angebot für 14- bis 16-Jährige sieht völlig anders aus als für 25- bis 29-Jährige und das heißt für uns auch, dass wir mit dem gleichen Anspruch auch völlig unterschiedlich aussehen können und auch anders quasi empfunden werden können. Und das ist ein Ding, das wir auch entwickeln wollen. Nun weiß ich... Nun weiß ich ja, weil ich selbst mal jung war, dass man sich nicht nur am Alter orientiert, sondern auch an sozialen Milieus. Haben Sie da, weil Sie sagen, Sie orientieren sich auch dann zum Beispiel am Musikgeschmack, versucht also gerade dieser Milieus auf den Grund zu gehen? Auf jeden Fall. Was mich überrascht hat, ist, dass dieser Milieuangang, der ja auch in der Fernsehwirkungsforschung und anders auch verwendet wird, dass der gerade für diese Zielgruppe relativ dünn vorliegt. Also dass da gar nicht so viele Daten vorliegen. Und dass die Aufteilung in Milieus, Sinusmilieus, da gibt es ja tausend Beispiele, wie das sowas geht, dass die gerade in der Zielgruppe relativ schwierig sind. Und dass es da ganz versplitterte Unterzielgruppen gibt. Deswegen wollen wir jetzt erstmal rangehen und da wir ja keinen linearen Kanal machen müssen, wo dann eine Soße irgendwie oben drüber geschüttet wird, dass wir sehr spezifisch auch auf diese Zielgruppen zugehen können und dass am Ende das Gesamtangebot ein öffentlich-rechtliches sein muss, aber dass wir sehr spitz auch in der Zielgruppenansprache in der jeweiligen sein können. Und das sehen wir eher als Chance. Und Sie haben recht, da werden wir natürlich auch auf Milieus eingehen. Migrationshintergrund ist ein Riesenthema in dieser Zielgruppe, beziehungsweise ist eher eine Selbstverständlichkeit in dieser Zielgruppe. Der Anteil ist relativ hoch. Wir müssen auch andere Rollenbilder da auch zur Kenntnis nehmen. Und deswegen werden wir da sehr spezifisch vorgehen und sicher neben den Alterskohorten auch noch andere Kategorien mit zur Rate ziehen. Wie ist der Stand jetzt, so ein halbes Jahr, bevor Sie auf Sendung, kann man ja nicht sagen, ins Netz gehen? Was gibt es schon? Das ist natürlich aus Sicht der Nutzer, vor allem der Zielgruppe, eher unverständlich, aber die Arbeit, die bis jetzt war ja die politische Beauftragung, dass wir erstmal die Beauftragung kriegen. Der zweite Punkt war, ich habe es ja gerade auch kurz erwähnt, ist, dass das System da auch mitgeht, dass die Struktur da auch mitgeht und da ist diese Zielgruppe schon allein im Personal unterrepräsentiert. Da ist natürlich auch das Verständnis für diese Zielgruppe relativ gering. Auch was die Mediennutzungsforschung anbetrifft, die Daten, die da vorliegen, sind auch nicht so reichhaltig wie in anderen. Von daher haben wir den Prozess jetzt hinter uns gebracht. Jetzt haben wir es geschafft. In der Intendantensitzung sind jetzt alle mit dabei. Alle Anstalten produzieren es mit. Wir fangen jetzt an, erste Inhalte auch zu produzieren. Wir versuchen die mit den relevanten Marktteilnehmern auch da zu produzieren. Wir werden auch YouTube-Stars mit einbinden und da sind wir jetzt relativ natürlich mit allem, was wir haben, dran, dass wir zum 1. Oktober so ein Grundangebot auf die Beine stellen. Das wird sicher noch nicht das sein, was wir dann schlussendlich in voller Blüte erreichen wollen, aber es wird sicher ein gutes Grundangebot sein erstmal. Meine Arbeitsthese ist, was im Fernsehen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt im Netz. Was im Netz funktioniert, funktioniert nicht unbedingt im Fernsehen, aber es kann beides funktionieren. Wie kriegt man da so eine gewisse Sicherheit hin und außerdem auch das Know-how? Was Sie sagen, kann ich
zweifach unterstreichen. Ich sehe das genauso. Ich gehe jetzt aber erstmal ran und zwinge die Leute nicht an Fernsehen zu denken. Weil wenn ich in der Produktion für das Internet schon an die Ausspielung im Fernsehen denke, dann wird es ein Mischmasch und wird weder noch funktionieren. Sie haben vollkommen recht, wenn was im Netz funktioniert, kann es auch auf dem Schirm funktionieren. Andersrum ist es sicher eine andere Form der Ausspielung. Wir werden jetzt aber wirklich erstmal rangehen und uns die Plattformen genau anschauen, die spezifischen Anforderungen an Inhalte auf den jeweiligen Plattformen genau anschauen, die Zielgruppen genau anschauen und auch die Nutzung der jeweiligen Plattform durch die Zielgruppe genau anschauen und dafür spezifisch produzieren. Ich glaube nicht mehr daran, dass es geht, einen Inhalt einmal zu produzieren und überall auszuspielen und dann geht er durch die Decke. Genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen am Ende wirklich die Plattform verstehen und den Nutzer verstehen, um dafür dann spezifische Inhalte zu machen. Wenn dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen daraus auch ein Fernsehprojekt entsteht oder auch ein Hörfunkprogramm entsteht, dann ist es super, aber es ist ein nice to have. Sie müssen die Zielgruppe verstehen, aber es kann ja sein, dass auch die Zielgruppe selbst produziert. Inwieweit haben Sie diese Überlegungen mit einbezogen? Und Sie müssen dann gar nicht groß übersetzen, sondern Sie gucken einfach, was passiert. Das ist natürlich Grundbestandteil unseres Auftrags an der Stelle. Wir wollen, dass die Protagonisten und auch ein großer Teil der Macher aus der Zielgruppe sind. Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube nicht auf der anderen Seite daran, an die Idee, dass wir sagen, schickt uns eure Inhalte und wir bringen euch groß raus. Wir müssen ein Angebot machen, das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, den wir haben. Wir gehen dann nicht wie die Privaten ran und schauen, was gibt es denn schon und wie kann man damit Geld verdienen, sondern wir haben den Auftrag, auch ein eigenes Angebot zu machen und wir müssen uns auch darin messen lassen, wie viele eigene Dinge wir dann neu in diese Branche mit hineinbringen und nicht wie viel wir reproduzieren oder wie viel wir uns einkaufen. Also da muss das Verhältnis stimmen, aber die Nutzer sind quasi Teil der Macher und wir gehen eher so ran und sagen, wir müssen ein Angebot machen und dieses Angebot müssen wir aber dann mit den Nutzern weiterentwickeln. Also es darf nicht sein, dass wir definieren, das Format ist so und so und es läuft jetzt 10 Jahre, sondern wir müssen die Formate so offen gestalten, dass relativ viel Anpassungsspielraum da drin ist in den Formaten und wenn wir merken, es funktioniert, dass wir sie auch wieder abschaffen und sie nicht wie klassisch im Fernsehen dann in der Nacht versenden. Das Versenden gibt es einfach im Netz nicht. Sie sagten, Sie müssen sich messen lassen. Mein Physiklehrer sagte immer, messen heißt vergleichen. Und demzufolge müssen Sie ja doch irgendeinen Maßstab haben, mit dem Sie für sich selbst auch am Tag sagen, das war erfolgreich oder nicht. Ja. Ist es die Klickzahl dann letzten Endes? Die Klickzahl ist sicher ein Teil davon, weil auch da dürfen wir uns einfach nicht, also genauso wie im Fernsehen wir uns der Quote nicht entziehen können, ist die Klickzahl sicher. Die Klickzahl für uns intern ist kein Qualitätsmerkmal. Aber wenn ich keine Klicks habe, dann werde ich alles andere auch nicht schaffen. Wir ziehen dann schon nochmal andere Qualitätsmerkmale hinzu. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu gucken, wie lang werden unsere Videos geschaut, also wie viel Zeit verbringen die Nutzer mit unseren Videos. Schauen die bis zum Ende oder gehen die nach 5 Sekunden raus? Und was für uns ganz wichtig ist, wie oft werden die Inhalte geteilt? Wie oft werden sie kommentiert? Also für wie viel Gesprächsstoff sorgen wir? Und da werden wir relativ viel Augenmerk drauf haben und uns eher daran messen wollen, wie oft unsere Inhalte kommentiert und geteilt werden, als wie oft sie jetzt angeklickt werden. Da habe ich einen Tipp, Katzenvideos, dann haben Sie großen Erfolg. Also es geht aber, wenn ich Sie richtig verstehe, auch um Relevanz. Aber wie schafft man die? Was ist für die junge Zielgruppe wichtig? Haben Sie wissenschaftlichen Sachverstand zusätzlich eingekauft? Oder wie kriegen Sie praktisch jenseits der Katzen auch noch Klicks? Also da habe ich überhaupt keine Sorgen, weil diese Katzen sind nur ein Phänomen, das natürlich völlig nicht unsere Aufgabe ist und das machen andere auch viel besser, genauso wie wir uns schwer tun werden, die großen Schminktipps und ähnliche da an der Stelle an den Start zu gehen. Aber, und da lohnt auch mal der Blick in die Webvideo-Welt in Amerika oder England, wie reichhaltig der an vielen Stellen ist. Da gibt es unglaublich erfolgreiche Wissensformate, da gibt es Morningshows, da gibt es auch im Comedy-Bereich viel interessantere Sachen. Also da ist schon noch sehr, sehr viel Spielraum, auf jeden Fall in der deutschen Szene. Und ich glaube, dass wir da mit den Mitteln, die wir haben, nochmal auf einen Qualitätssprung auch sorgen können. Und der ist dann aber auch mit verbunden, dass wir natürlich erfolgreiches Programm machen wollen. Wir wollen nicht irgendwelche Nischen jetzt nur bedienen, sondern wir wollen in der Breite auch erfolgreich sein. Und das ist ja auch Sport ein Thema. Wir werden natürlich nicht die Übertragungsrechte online für irgendwelche Fußball-Bundesliga-Spiele, aber dieses Thema ist natürlich für uns sehr wichtig. Und wir wollen das auf eine andere Art auch da
mit hineinbringen. Und da kommt schon das Zusammenspiel, dass wir als öffentlich-rechtliche Anbieter Zugänge haben, die ein normaler YouTuber halt nicht hat. Und das Zusammenspiel kann dann schon sehr spannend werden. Und überraschenderweise ist die Webvideobranche, die YouTuber und die Multichannel-Netzwerke waren jetzt sehr offen, auch mit uns zu kooperieren an der Stelle. Da sind wir schon gleich beim Stichwort, wo wird man sie tatsächlich finden? Ist das so, dass man nicht an YouTube vorbeikommt? Ja, also ganz klar ja. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, eine gewisse realistische Blick darauf, genauso Facebook, wir werden natürlich uns nicht von einer Plattform abhängig machen und auch nicht exklusiv nur auf einer Plattform aktiv sein. Das wäre völlig falsch. Aber wir wollen versuchen, auf allen Plattformen in der Logik der Plattform aktiv zu sein. Wir werden aber alle Inhalte auch in einem eigenen Player darstellen. Das heißt, wir zwingen niemanden, auf diese Plattform zu gehen. Wir wissen nur, wir hängen nicht der Utopie nach, dass wir jetzt mit irgendeiner tollen Marke und irgendeiner tollen, der 480. Mediathek ankommen und die Leute gehen da hin und reißen uns die Inhalte aus den Händen. Die Nutzer, vor allem in der Zielgruppe, aber auch in allen anderen Zielgruppen, sind immer weniger gewillt, die Plattform, die sie nutzen, zu verlassen, um Inhalte zu konsumieren. Und da unser Endzielgerät das Mobile ist, wollen wir natürlich gucken, wie wir unsere Inhalte auf das mobile Endgerät kriegen. Und da gibt es eigentlich nur drei Wege. Entweder nutze ich die schon genutzten und auch installierten Apps, also Drittplattformen, oder ich habe eine eigene App. Wir werden diese eigene App entwickeln, aber da habe ich auch gewisse Vorerfahrungen mit sehr hochwertigen Inhalten und mit einer tollen Marke, also bei Arte, war es auch extrem schwierig, diese App überhaupt in den Markt zu kriegen. Da muss ich unglaublich viel Marketinggeld verwenden, dass diese App überhaupt bekannt ist, dass die Leute runterladen. Und dann ist immer noch nicht gesichert, dass die sie auch regelmäßig nutzen. Das heißt, ich muss auch noch einen Anreiz bieten, dass da jemand regelmäßig reingeht, weil sonst bringt mir die App ja auch nicht, wenn sie irgendwo installiert ist und dann irgendwann wieder gelöscht wird. Das heißt, und der dritte Weg, um es zu vervollständigen, ist die Telefonnummer. Und da ist natürlich Datenschutzrecht eine Grenze für uns auch. Das heißt, wir müssen an der Stelle über die Drittplattformen gehen und die sind für uns Zugang zum Nutzer und wir verstehen die auch an der Stelle so und werden aber die Möglichkeit trotzdem haben, auch durchaus diese Plattform auch kritisch zu sehen. Wir werden nicht immer alles überall machen, sondern wir sind uns bewusst, was wir auf den jeweiligen Plattformen tun. Wie weit werden Sie die technische und vielleicht dann auch inhaltliche Infrastruktur der Jugendradios der ARD nutzen? Die Jugendradios sind auch in dieser Ministerpräsidentenentscheidung von Oktober letzten Jahres, vorletzten Jahres inzwischen, sind die Bestandteil dieses Jugendangebots. Denn innerhalb des Systems von ARD und ZDF sind die jungen Wellen noch die Zielgruppe zumindest im oberen Rand noch erreichen. Und es wäre natürlich für uns Quatsch, wenn wir das nicht nutzen würden an der Stelle. Und die sind quasi Teil auch dieses inhaltlichen Teams. Und wir versuchen gemeinsam Formate zu entwickeln. Und wenn wir es schaffen, aber auch da, wir müssen es trotzdem schaffen, auf den jeweiligen Plattformen eine Relevanz zu haben. Wenn wir aber in dem Moment dann die jungen Wellen haben, die da auch davon profitieren, beziehungsweise die noch ganz andere Nutzer erreichen, dann schaffen wir natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite, wenn wir das klug machen. Deswegen sind wir uns dieses Trumpfs natürlich bewusst, führt aber nicht daran vorbei, dass wir die Hausaufgaben erstmal wieder machen müssen, dass wir irgendwie wieder mit Bewegtbild in Kontakt in die Zielgruppe aufbauen. Wann wird das erste Appetithäppchen zu sehen oder zu hören sein? Das wird jetzt in den nächsten Monaten kommen. Also wir sind jetzt relativ breit gefächert an Start und wir entwickeln Formate und werden die dann auch schon in Vorversion auch publizieren, um auch Erfahrungen zu sammeln, um die weiterzuentwickeln, dass wir am 1. Oktober nicht an den Start gehen mit dem roten Knopf und alle Videos sind auf Null und dann geht's los, sondern dass wir da schon sagen können, dass wir in den jetzigen 8 Monaten schon einige Erfahrungen gesammelt haben.